Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, heute möchte ich euch eine Blu-ray-Neuveröffentlichung vorstellen. Allerdings kam die Blu-ray schon gestern bei mir an. Ich hatte nur keine Zeit mehr, die zu unboxen. Aber das wollte ich einfach heute mal nachnehmen. Ja, es handelt sich hierbei um die limitierte Steelbook Edition von dem Film The Revenant mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy. Ja, The Revenant ist ein sehr, sehr cooler Film. Ich war im Kino gewesen, der Film hat mich echt aus den Latschen gehauen. Ich fand ihn richtig geil. Und wer hier richtig auf Natur steht und Wälder sehen will und auch zwischendurch ein paar richtig coole Action-Szenen und wirklich eine geile Handlung, die hier der Leo gespielt hat, der ist hier genau richtig. Und natürlich auch mit dem Steelbook macht man hier auf keinen Fall was falsch. Ja, Leonardo DiCaprio hat ja dieses Jahr endlich zum ersten Mal den Oscar bekommen und ich bin der Meinung, dass der Leo den schon viel, viel früher hätte bekommen müssen. Ich meine, damals hat er so angefangen, also so wie ich das noch so in Erinnerung habe, mit The Beach und dann irgendwann Romeo und Julia, und ich glaube, seinen richtig fetten Durchbruch hatte er dann irgendwann mit Titanic gehabt, und den Film liebe ich ja auch noch bis heute, auch wenn das ein Schnulzenfilm ist, aber Titanic ist wirklich ein hammer geiler Film gewesen, obwohl da so ein bisschen die Geschichte über das Schiff in den Hintergrund gerät und da diese Liebesgeschichte im Vordergrund steht mit der Kate Winslet, natürlich den super fetten Soundtrack zu dem Film, was man auch schon nicht mehr hören kann, weil es schon zu viel runter oder zu viel gedudelt worden ist im Radio, und jeder kannte hier den Film My Heart Will Go On von Celine Dion und so weiter und so fort. Ja, Leonardo DiCaprio ist natürlich bei vielen männlichen Leuten hier verschrien, immer noch dieses Bubi-Schmuddel-Image, und ich muss sagen, er ist mittlerweile zu einem wirklich hervorragenden Schauspieler geworden. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte er damals schon viel früher mehrere Oscars bekommen, und ich fand es ein bisschen schade, dass die Jury von, ich sag mal, dem Oscar, ja, erst ja dieses Jahr wegen The Revenant dem Leonardo DiCaprio einen Oscar bekommen hat. Also für mich hätte der schon viel vorher einen bekommen müssen. Zum Beispiel in The Wolf of the Wall Street. Da hat der, Alter, das ist so ein geiler Film. Der hat mich so umgehauen, ich konnte nicht mehr. Ja, der war richtig geil. Oder Der Mann, der niemals lebte. Also der hat schon wirklich richtig tolle Filme hinter sich. Ja, Tom Hardy ist ja mittlerweile eher so bekannt. Wenn man Tom Hardy verbindet, dann verbindet man ihn immer mit Bane von Batman, beziehungsweise von der Dark Knight Trilogie. Tom Hardy hat ja richtig für die Dark Knight Trilogie an Muskelmasse zugelegt, und wenn man den heute mal wieder sieht, da hat er wieder richtig an Muskeln abgenommen und so. Wahnsinn, was die Schauspieler da an Körperenergien aufbringen müssen, um in die perfekte Rolle zu schlüpfen. Ich denke, war ja auch vor einigen Monaten, dass der Matthew McConaughey musste ja auch so stark abnehmen, hat er auch, glaube ich, einen AIDS-Kranken gespielt, oder der war auf jeden Fall krank, der Typ, und Wahnsinn. Und dann sieht man auch mal damals im Vergleich The Rhine, beziehungsweise die Herrschaft des Feuers, da hat er ja auch so einen Muskel, ich glaube von irgendwas, nicht von Helsing, von Haag, hat er da gespielt, den Drachentöter, und da hat er ja auch so übelst krass, war er die Kante gewesen. Ja, und dann wieder abgenommen, wieder normal aussehen und so weiter und so fort. Krass. Ja, aber ich will euch jetzt nicht zu blubbern mit meinen Weisheiten über Leonardo DiCaprio und Oscar hin, Oscar her, sondern ich möchte euch jetzt einfach mal das Unboxing zu The Revenant zeigen. Ja, The Revenant ist wirklich ein sehr, sehr cooler Film, und ja, es gibt halt auch krasse Szenen, die mich im Kino gewundert haben. Da gibt es so eine Grizzly-Attacke, aber ich möchte jetzt nicht zuvor spoilern, weil es gibt ja bestimmt noch Leute, die den Film nicht gesehen haben und jetzt auf die DVD oder Blu-ray-Erscheinung warten, und daher bin ich jetzt mal ruhig, aber ich fand das richtig krass und es hat auch übelst viel Fun gemacht, den Film zu gucken. Ja, kommen wir zum Hauptthema, zu dem Unboxing. Ihr seht, wir haben hier ein wunderbares Steelbook. Es ist mattiert, bisschen glänzend durch den Metalleffekt. Sieht das ziemlich cool aus, aber wir haben hier auch ein Backpaper drumherum. Und hier haben wir auch wieder Extras drauf. Es sind nicht wirklich viele Extras, aber ja, ich weiß nicht, ob man da auch großartig Extras machen kann. Aber ich habe mal gesehen, bei einem Making-of, da gibt es auch so Outcasts, die da passiert sind, und die waren auch ziemlich lustig. Das kam, glaube ich, mal auf Pro7 oder so. Ja, und oben haben wir natürlich hier eine kleine kurze Textbeschreibung und. Ja, was haben wir noch? So, der Film geht insgesamt 156 Minuten und hat eine, ja, in Deutsch 5.1 DTS
Spur in Englisch, mal wieder eine 7.1 DTS HD Mastered Audio Spur. Ach, so ist das. Kriegen die wieder eine bessere Tonspur als wir dummen Deutschen? Ja, so ist das halt. Die haben halt einfach keinen Bock, die Filme hier in der 7.1 Spur zu remastern für uns. Ist ja normal, weil wir Deutsche sind. Selbst teilweise die Engländer oder auch die Franzosen kriegen bessere Tonspuren. Als eigentlich kriegt jedes Land bessere Tonspuren, natürlich außer die Türkei. Die bekommt immer so eine Monospur. Aber auch da habe ich jetzt mittlerweile gesehen, ist der Filmmarkt anscheinend auch schon was besser geworden und die kriegen auch bessere Tonspuren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn und wir können es halt nun mal nicht ändern. So, ja, das Steelbook sieht von hinten so aus. Hier haben wir nochmal Tom Hardy abgebildet und wenn wir das einmal kurz aufmachen, sieht das Steelbook so aus. Finde ich sehr cool gemacht. Ja, in der Mitte haben wir den Spin, The Revenant, auf der linken Seite 20th Century Fox, also von dem auch Titanic das Filmstudio gemacht hat und auf der rechten Seite Blu-ray Disc Logo. So, wir machen das einmal auf. Wir haben hier einen kleinen Werbezettel. Sieht so aus, ist nichts Besonderes, den auf Seite. Und jetzt haben wir hier wieder eine Situation, die ich nicht so mag. Wir haben hier dasselbe Bild wie das Hintergrund-Artwork des Steels. Viele, viele Werbeflatschen wieder hier. FSK 16, kein Kaufen, kein Recht, Verleihrecht, so ein Scheiß. Warum drucken die so einen Mist drauf? Mittlerweile weiß das doch jeder. Ja, einen riesen fetten Blu-ray-Balken in Blau und Hauptsache draufgeklatscht. Das sind so Sachen, die mag ich nicht. Das ist wieder total, ja, der Designer, der Disc oder des Steelbooks Layouts hat sich hier mal wieder richtig voll in die Unkosten gestürzt und dasselbe Bild gemacht und dann wird das da drauf geklebt und dann fertig. Fressen oder sterben. Und dann haben wir das komplette Bild, das sieht nämlich so aus, hier an dem Feuer. Und ist ein cooles Hintergrund oder beziehungsweise cooler Innendruck. Das war es aber schon großartig. Wie gesagt, die Disc ist einfallslos, da hätte man was anderes nehmen können. Finde ich ein bisschen schade. Dennoch gebe ich dem Steelbook, kostet 19 Euro. Ich habe heute einen Rabatt bekommen, so wie ich das bekommen habe, oder 22 Euro. Ist auf jeden Fall etwas günstiger geworden bei Amazon. Und dafür gebe ich dem Steelbook ganz klar, wegen dem Film und auch so ist das Steelbook ja auch ganz in Ordnung, einen Daumen hoch. Klare Kaufentscheidung, hier kann man nichts falsch machen. Ihr könnt das ruhig kaufen, aber auch mit der Amari seid ihr gut bedient. Wenn euch natürlich das Steelbook besser gefällt, solltet ihr euch das holen. Ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, viel Spaß beim Gucken und ihr könnt ja mal ein paar Kommentare drunter lassen, wie ihr den Film gefunden habt und ob es verdient ist, dass Leonardo DiCaprio Oscar bekommen hat oder hätte er schon viel früher bekommen müssen. So, das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns natürlich bei meinem nächsten Unboxing und damit verabschiede ich mich jetzt. Haut rein, euer Andi von Andis Kinoblog. Also, bis dann. Ciao.